Als Austrager dieser Generalversammlung ist es uns eine besondere Ehre und war es uns auch ein besonderes Anliegen, diese Resolution, der wir den Namen Südtiroler Resolution, Südtiroler Erklärung gegeben haben, hier heute vorzustellen und der Generalversammlung der Europäischen Freien Allianz zur Abstimmung vorzulegen. Europa befindet sich derzeit in Umbruch. Es tut sich in Europa so viel, wie vielleicht seit dem Fall des Eisernen Vorhangs nicht mehr. Grenzen, die bis gestern eigentlich unantastbar schienen, werden von den Völkern in Europa ganz einfach in Frage gestellt, weil die Nationalstaaten immer mehr an Bedeutung verlieren. Es ist dies die Stunde von uns allen, den Völkern in Europa ein Stück weit unsere Zukunft selbst zu gestalten, unsere eigene Zukunft nicht mehr den Nationalstaaten zu überlassen, sondern selber zu entscheiden, wie unsere Zukunft aussehen soll. Das Selbstbestimmungsrecht bietet uns dazu alle Möglichkeiten. Sie wissen, in den UN-Menschenrechten ist bereits das Selbstbestimmungsrecht seit Jahrzehnten verankert. Die UN-Menschenrechte bilden somit einen Meilenstein, einen Grundstein in unseren Bestrebungen zur Erlangung einer freien Zukunft. Die Menschenrechte und die ganzen UN-Resolutionen wurden aber immer von Staaten verabschiedet. Und es ist daher wichtig, dass gerade von einer Bewegung wie der EFA auch diese Resolutionen verabschiedet werden, die nicht von den Nationalstaaten verabschiedet wird, sondern die von den Menschen verabschiedet wird, die diese Themen betreffen, nämlich die Völker von Europa. Und deswegen haben wir eine Südtiroler Erklärung vorbereitet im Hinblick auf das Selbstbestimmungsrecht, die uns alle, die Völker in Europa, betrifft, mit der wir erstmals selbst eine Resolution darüber abgeben, wie das Selbstbestimmungsrecht in Europa zukünftig gestaltet werden soll. Das Selbstbestimmungsrecht ist bisher im EU-Recht noch nicht grundsätzlich verankert. Das gilt es zu ändern. Es gilt festzustellen, und es gibt bereits Präzedenzfälle, ich nenne hier den Kosovo, dass das Selbstbestimmungsrecht auch zu einem Recht auf Sezession geworden ist. Dass das Recht auf Selbstbestimmung über den territorialen Unantastbarkeiten der Nationalgrenzen gestellt wird. Und das ist die Forderung, die nicht die Nationalstaaten für uns erheben werden, sondern das ist die Forderung, die wir Völker von Europa selbst an Europa herantragen müssen. Schottland geht damit leuchtendem Beispiel voran. Schottland wird nächstes Jahr nicht die Unabhängigkeit bekommen, weil das Vereinigte Königreich an Schottland herangetreten ist und gefragt hat, wollt ihr eine Abstimmung? Schottland bekommt dieses Referendum, weil die Schotten selbst gesagt haben, wir wollen unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen, wir wollen selbst darüber entscheiden. Und deswegen lautet unser Vorschlag für unsere Resolution wie folgt. Die Generalversammlung der Europäischen Freien Allianz beschließt, Punkt 1, unter Berufung auf die UN-Menschenrechtspakte das Selbstbestimmungsrecht der Völker als unveräußerliches Recht, das über den territorialen Ansprüchen der Staaten steht, zu bekräftigen. Punkt 2. Die Bestrebungen Schottlands, Kataloniens und Südtirols sowie anderer Völker, die diesem Beispiel folgen werden, zur Ausübung des Selbstbestimmungsrechts zu unterstützen. Und drittens, alle Anstrengungen dahingehend zu unternehmen, dass das Ergebnis von Abstimmungen in Ausübung des Selbstbestimmungsrechts von der Europäischen Gemeinschaft anerkannt und dass den neuen politischen Realitäten voll Rechnung getragen wird. Wenn wir Völker Europas mit einer gemeinsamen Stimme sprechen, wenn wir Völker Europas uns gemeinsam in diesem Kampf um Freiheit und Selbstbestimmung unterstützen, dann sind wir eine starke Bewegung, die in Europa nicht mehr überhört werden kann. Grenzen haben sich in Europa immer nur verändert, weil diese Bewegungen von unten gekommen sind. Die Staaten wollten nie Veränderungen. In den letzten 20 Jahren hat es unzählige Grenzveränderungen gegeben. Und ich wage zu behaupten, dass jede dieser Grenzveränderungen im Grunde eine positive Entwicklung war, die dazu geführt hat, dass Europa erst zusammenwachsen konnte. Nehmen wir daher unsere Zukunft selbst in die Hand und beschließen daher heute hier diese Resolution, mit der wir die Völker von Europa das Selbstbestimmungsrecht nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Realität einfordern.